Wir haben gerade Kaffeepause gehabt und haben jetzt das große Glück, weil am Anfang hatten wir das Pech, wir sind nicht auf den Mount Evans gekommen, weil dort noch zu viel Schnee lag. Aber wir sind jetzt wieder zurück in den Rocky Mountains und jetzt kommen wir auf Ralf seinen Berg. Mount Evans! Weil ich die anfahrbare Straße Nordamerikas in Mount Evans. Irgendwas mit 4300 noch was Meter. Also ziemlich weit oben hier wieder. Da wird die Luft ziemlich dünn für uns, aber wir packen es. Wir sind es gewohnt. Wir sind es gewohnt. Wir fahren hier halt hier. Genau. Es ist Zeit für eine neue Reise. Hier sehen wir die Rocky Mountains und mit ihnen ihre höchste Erhebung, den Mount Evans. Die Baumgrenze scheint von noch ganz anderen Parametern abhängig zu sein, wie ausschließlich der Höhe. Denn hier befinden wir uns bereits auf über 3000 Metern und immer noch wachsen hier die Bäume. Vor anderthalb Wochen unternahmen wir schon einmal den Versuch, den höchsten anfahrbaren Punkt Nordamerikas zu erreichen, aber der Schnee machte es uns zu diesem Zeitpunkt noch unmöglich. Doch zu unserem Glück hat sich die Sonne nochmal mächtig ins Zeug gelegt und jetzt ist unser Zeitfenster gekommen. Wir sind jetzt auf 3562 Metern und es geht immer noch weiter aufwärts. Die Höhe fühlt sich an, als hätte man ein Glas Bier zu viel getrunken. Aber wir sind vielmehr berauscht davon, endlich nun auf dieser Strecke unterwegs sein zu dürfen. 3648 Meter. Eisangeln extrem, würde ich dazu sagen. Mittlerweile auf einer Höhe von 4245 Metern. Wir sind da. Parkplatz, Motorcycles. Irre. Männer, ihr habt's geschafft. Der Mount Evest. So heißt es. Wie heißt der? Evans. Mal wieder die Klappe hoch, damit man dich sehen kann. Eines meiner großen Ziele dieser Reise. Yeah! Mount Evans! Da standen wir also und freuten uns riesig, dieses letzte Highlight dieser Tour besucht zu haben. So vieles hatten wir die letzten Tage gesehen und so vieles uns immer wieder erneut in Staunen versetzt. Ich wüsste nicht zu sagen, was mir am besten gefallen hat. Es war einfach das ganze Paket. Gerne zeige ich euch mehr davon.
Wie so oft bedarf es als erstes einer Idee und die hatte diesmal Robs. Da will sie mal hin und zeigt in einem Motorradreisemagazin auf Colorado. Dann ist es an mir danach zu schauen, wie sich das Ganze in die Tat umsetzen lässt. Karten studieren, Flüge checken, Sightseeing-Spots aussuchen, Route mit Mix aus Asphalt und Schotter basteln, Hotels buchen, Visa online beantragen, Flügelmänner rekrutieren. Und schon stehen wir am Flughafen in Frankfurt und freuen uns, dort Ralf anzutreffen. Wo warst denn du die ganze Zeit? Nur gerannt. Nur gerannt. Oh, dann hast du für uns alle die Papiere noch mal, oder? Ja, du, sie hat die ganze Corona-Verordnung gut, ausgedruckt. Gut, dass ich habe. Was hast du da dabei? Nika, Whisky. Damit wir fit bleiben während der Tour, gell? Ja, damit wir immer wieder jeden Tag neu auf die Beine kommen. Damit ich dich jeden Tag husten höre. Gute 11 Stunden später befinden wir uns bereits am Flughafen in Denver. Was alles? Der macht es schon selbst. Einer muss vorne sitzen. Okay. Denver ist eine Stadt im US-Bundesstaat Colorado. Sie hat 730.000 Einwohner und wird auch die Mile High City genannt, da sie sich auf einer Höhe von 1600 Metern befindet. Innerhalb eines Radius von 800 Meilen ist sie die größte Stadt in den Mountain States, wozu Wyoming, Idaho, Utah wie auch Nevada zählen. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Karim. Falls jemand hinter mir in dem Hotel aus dem Fenster blinzeln sollte und sich wohl denken sollte, was macht denn der Idiot um diese Uhrzeit hier kurz vor 6 und babbelt in eine Kamera? Ich bin noch mitten im Jetlag drin, das heißt, hier wo ich mich gerade befinde, ticken die Uhren in Deutschland 8 Stunden vorne weg. Wir sind hier in Denver, Colorado und ich bin froh, hier mit meinem Kumpel Ralf und meiner Frau Roxy sein zu können, denn ich habe wieder eine echt coole Tour geplant. Wir werden hier heute unsere Motorräder bekommen und dann geht es gleich los in die Rocky Mountains, wo es wirklich einige Highlights zu sehen gibt. Es wird weitergehen bis runter nach Arizona Richtung Grand Canyon, Nevada mit Las Vegas. Dort ziehen wir dann eine Schleife rüber zum Bryce Canyon, Zion National Park und viele weitere Highlights. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, es wird ein richtig cooler Trip für uns und legen wir mal los. Unsere Motorräder erhalten wir von Colorado Motorcycle Adventures, die sich auf Reise-Enduros spezialisiert haben. Diese sind mit allem ausgestattet, was der Abenteuersuchende sich auf dem Schotter wünscht. Wer nicht alleine auf Tour gehen möchte, kann hier auch aus mehreren geführten Touren auswählen. Scott ist der Chef der Niederlassung und auch Tourguide. Seine Frau Lori kümmert sich um das Büro und alles andere hinter den Kulissen. Nachdem der Papierkram erledigt ist, bepacken wir die Maschinen. Scott gibt noch ein paar letzte Hinweise. It does have off-road ABS. So are you guys going to go off-road? Yes, sir. Okay. So if you press and hold this for like 3 seconds, you'll see the little light flash and now you're in off-road. Okay. So, und dann ist es endlich soweit. Es geht los. So, ein vertrautes Geräusch setzt ein. Erster Gang ist schon drin. Ich fahre mal rechts raus vor Ralf, damit sich das Navigationssystem justieren kann. So. Das Abenteuer geht los. Uns, ich sehe gerade auch im Display Miles per Hour, also nichts mit Kilometern hier. Ja, ich glaube 35 ist auch genau das, was hier erlaubt ist. Wir fahren hier gerade noch durch die letzten Vororte von Denver und dort hinten am Horizont sieht man schon die ersten Schneespitzen und genau dort wollen wir jetzt hin, zu den Rocky Mountains. Wir sehen hier überall sehr gepflegte Wohnorte. Es ist insgesamt sehr sauber auch, also nirgendwo liegt Müll rum.
Wir haben schon ein paar andere amerikanische Städte besuchen können, und aber so sauber habe ich das bisher noch nirgendwo gesehen. Also das sticht jetzt schon besonders hervor hier. Das ist ja ein Hammer. Hier laufen gerade mitten auf der Straße laufen jetzt ein paar Truthähne herum. Ich glaube, die haben die Liebe entdeckt zum Ralf. Oh, oh. Das ist ja... Oh, Jungs, ihr seid mitten auf der Straße. Was wollt ihr denn hier? Das habe ich ja noch nie erlebt. Wahnsinn. Ja, der Ralf hat hier seine große neue Liebe entdeckt. Und schließlich erreichen wir die ersten Ausläufer der Rocky Mountains und der Kurvenspaß kann beginnen. Sein. Die haben alle kurze Hosen an. Oh. Hier ist ein bisschen frisch. Hä? Hier. Wie viel haben wir hier? 3400 noch was Meter. Das sehen wir hier. Ja. Super. Ja gut, 20 Grad Wärme ist wäre schöner. Ja, super Strecke, super Pass. Ich schaue sicherheitshalber noch mal nach, auf welcher Höhe wir uns befinden in Metern. Weil das hat hier schon eine erstaunliche Höhe. 3655 Meter Höhe. Wow. Loveland Pass. So, jetzt. Neuer Rekord in Amerika für uns. Ja? Jetzt suchen wir uns einen Kaffee, würde ich mal sagen. Ja, essen. Ja, okay. Also Essen liegt im Robot. Wir haben Frisco erreicht. Damit das Tagesziel unserer heutigen Etappe. Das sieht ja schnucklig hier aus. Wir starteten unsere Tour also im Süden von Denver bei Lone Tree, bogen nach Osten ab, weiter Richtung Süden, missglückte Versuch auf den Mount Evans über den Loveland Pass und erreichten schließlich Frisco. Frisco mit seinen 3000 Einwohnern ist ein typisches Städtchen in Rocky Mountains. Das Leben findet entlang der Hauptstraße statt, die gesäumt ist von vielen kleinen Geschäften, Cafés und Restaurants. Drumherum Wohnungen und andere Unterkünfte. Dort ist unser Hotel, Hotel Frisco.
Wir beziehen unsere Zimmer und flanieren kurze Zeit später in der Abendsonne auf den Straßen Friscos. Wie Ralf und ich feststellen müssen, gibt es Gesetze auf der Welt, die sind einfach überall gleich. So, neuer Tag hat für uns begonnen. Wir sind heute kurz nach 6 immer schon losgefahren. Wir sind halt irgendwie ein bisschen spät wach hier immer noch wegen dem Jetlag und sind jetzt in der nächsten Ortschaft angekommen. Wir haben jetzt hier was wirklich Schnuckliges gefunden. Oh mein Gott, sieht das lecker aus. Alrighty. Is there anything else or are we good? Perfect. Thank you very much. Das gleiche Badetuch als der Ritter. Hier sind die. Ja, hast du die Tortilla? Ja, da sind die Tortillas. Cool. Guck mal, Roxy, hier sind die kleinen Servietten. Guten Appetit, Männer. Gut, gesättigt und gestärkt gehen wir jetzt weiter und in 15 Kilometern sollten wir auf so eine Country Road kommen und dort geht es geschottert weiter. Da haben wir dann ungefähr 80 Kilometer Schotter vor uns, wobei das eine gewisse Ungewissheit hat, weil wir kommen auf über 3600 Meter hoch und dort können vereinzelt noch Schneefelder sein. Da müssen wir jetzt eben einfach mal schauen, ob wir dort durchkommen oder auch nicht. Wir werden es sehen. Keine 15 Kilometer später erreichen wir eine gut ausgebaute Schotterstraße, die County Road 7. Sie folgt dem Fluss Big Union Creek. Der höchste Punkt, den wir nun erreichen möchten, wird der Weston Pass sein, der sich auf einer Höhe von 3638 Metern befindet. Für mich ist es immer wieder erneut ein besonderes Ereignis, eine Strecke auf einen Gipfel das erste Mal zu fahren. Alles ist neu und unbekannt, was man hier unter die Räder nimmt, und auf unserer Tour werden wir noch viele Gipfel vor uns haben, aber auch Täler und Schluchten. Hier auf Reisen und in steter Bewegung fühlt sich meine Seele zu Hause. Hier bin ich ganz im Einklang mit mir selbst. So auf Reisen gehen zu können, wie wir es tun, halte ich nie für etwas Selbstverständliches, sondern bin dankbar für dieses Privileg und glücklich ist, mit jenen teilen zu können, die mir wichtig sind. Das war der erste Teil und wem es gefallen hat, der kann uns auch im nächsten Teil begleiten, wenn wir weiter durch die Rockies ziehen und die Yamaha das Schwimmen lernt und auf Tauchkurs geht. Euch bis dahin nur das Beste, liebe Grüße und wie immer, allzeit gute und sichere Fahrt.